Ich baue heute einen geheimen Gaming-Room, um mich vor meiner Familie zu verstecken, weil immer, wenn ich zocken möchte, wird aus irgendwelchen Gründen mein Zimmer gestürmt. Ich kann das nicht mehr. Irgendwas muss sich verändern. Also bin ich auf Amazon gegangen, von einer Popcornmaschine bis zu LEDs. Viele, sehr viele, unglaublich viele LEDs, einer pinken Prinzessinnen-Couch und einem geheimen Item, was später noch richtig wichtig wird, war alles mit dabei und die Sachen habe ich dann noch bestellt. Und bis die Sachen ankommen, muss ich jetzt den Raum ready machen. Ich gehe jetzt. Und der führt uns in diesen Raum hier, auf der Toilette. Und... Oh mein Gott, ist der Raum kalt. Aber ey, der Raum ist wirklich riesig. Hier kann man auf jeden Fall etwas draus machen. Das einzige Problem nur, ich muss all diese Sachen hier aus diesem Raum tragen und irgendwo verstecken. Und das ohne, dass meine Mutter irgendetwas davon mitbekommt, weil sonst könnt ihr euch ja denken, was passiert. Das Ding ist over. Egal, ich kläre das. Ich klär das! Also muss ich erstmal den Raum komplett aufräumen. Warum sind hier so viele Teppiche? Der Plan ist, alles aus dem Raum hier in diesen Raum zu bringen und hier irgendwie zu verstecken. Die Frage ist nur, ob das auch wirklich klappt. Auf jeden Fall habe ich mich dann direkt wieder ins Aufräumen gemacht, weil noch war meine Mutter nicht zu Hause und ich konnte so laut sein, wie ich will. Und deswegen wollte ich das so schnell wie nur möglich hinter mich bringen. Und weil ich nicht wusste, wohin mit den ganzen Sachen, habe ich mir überlegt, die einfach unter einem Teppich zu verstecken. Das ist ein gutes Versteck. Man kann sagen, was man will. Besser als gar nicht. Und jetzt geht's erst richtig los. Ich habe mich also auf die Reise gemacht, ein paar Snacks und Getränke zu besorgen, weil ohne wäre es kein richtiger Gaming Room. Ich muss noch die Kamera kurz holen. Ich bin falsch gelaufen. An der Kasse war ich einfach kurz davor zu weinen. Die Kassiererin fragt mich, du bist doch die seine Möchtegern-YouTuber, Chivox. Ich so, ja, aber wieso Möchtegern? Plötzlich sie so, ja, weil du nicht mal 100.000 Abonnenten hast. Also helf mir bitte jetzt, damit ich hier beim nächsten Mal den Play-Button in die Hand drücken kann. Die Scheiße wiegt mehr als eine Tonne. So viel Sport habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. An Tag 2 ging es dann direkt ans Bauen. Warum ist das so schwer? Ich habe ein Problem. Eigentlich wollte ich den Fernseher hier rübertragen, weil ich den eh nicht benutze und der da perfekt reinpassen würde. Aber der ist viel zu schwer. Also hatte ich jetzt zwei Optionen. Entweder ich rufe jemanden an und frage ihn, ob er mir beim Tragen helfen kann. Oder ich gehe in den Raum von meinem kleinen Bruder, nehme heimlich seinen Fernseher mit, hoffe, dass er nichts mitkriegt und benutze ihn einfach als meinen neuen Fernseher. Ja, okay, ich glaube, das wäre jetzt wirklich einer zu viel. Der ist gerade eh nicht da. Wir nehmen den mit. Es passt. Ich glaube, hier bleibt erstmal der Fernseher, weil dort hinten kommt gleich noch ein Kühlschrank und eine Popcornmaschine hin. Yeah. Kühlschrank steht. Jetzt geht's ran an die ganzen LEDs. Und da habe ich mir wirklich einigen richtig geilen Stuff besorgt. Guckt euch das mal bitte an. Das ist cooler, als ich es mir vorgestellt habe. Das Kabel einmal rein und... Oh mein Gott. Oh mein Gott, schaut euch das mal bitte an. Und das werden wir jetzt im gesamten Raum einmal verteilen. Ey, Real Talk, das sieht jetzt schon so geil aus. Und das ist erst der Anfang. Ihr glaubt mir gar nicht, wie lange das gedauert hat, aber ich wollte es so perfekt wie nur möglich machen. Und dabei habe ich leider etwas sehr Wichtiges komplett vergessen. Scheiße. Ich mache ein Video. Und zwar, du hast bald Geburtstag, ne? Ja. Komm mal mit, ich habe dir was gekauft. Und zwar, guck mal hier. Siehst du das? Ja. Guck dir das mal an. Oh, glaubst du, kannst das aufbauen?
Wenn du das innerhalb von 24 Stunden aufbauen kannst, dann nehmen wir zusammen wieder ein Video auf, okay? Kriegst du das hin? Ja. Ich habe Real Talk deswegen für diesen Moment 60 Euro für diese Lego Thanos ausgegeben. Aber es hat sich gelohnt. Schaut euch das mal bitte jetzt an. Ich hab's geschafft. Es ist zwar noch ein bisschen unordentlich, aber hier im gesamten Raum unten verteilt sind jetzt LEDs. Hier steht einfach auf der Verpackung, dass das explodieren kann. Bruder, ich riskiere jetzt mein Leben für ein paar LED-Schilder. Auf Real Talk sogar. Ich hab grad ein bisschen Angst. Wenn das jetzt wirklich explodieren sollte, war schön, euch kennengelernt zu haben. Ja, es ist nicht explodiert. Ich habe auf der Seite gesehen, dass sie so eine Special-Funktion hat. Ey! Oh mein Gott! Ich schwöre, das ist geil! Kurzer Test. Ich komme nicht drauf. Irgendwie ist er ein bisschen zu klein. Real Talk, ohne jetzt Werbung oder sowas zu machen, das sind die besten Chips, die es überhaupt auf diesem Planeten gibt. Ich bin euch ehrlich, hier kann man chillen. Aber es fehlt noch was. Etwas sehr Wichtiges. Und zwar eine Popcornmaschine. Das Öl und das Mais. Und das tue ich jetzt hier rein und dann müsste ich Popcorn haben. Und auf die andere Seite kommt, glaube ich, Öl. Und jetzt machen wir es mal an. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es funktioniert! Es sind zu viele! Es sind zu viele! Stopp! Stopp! Hey! Mayday! 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 Kurzer Geschmackstest, okay? Das schmeckt nach Popcorn! Der Raum war fast fertig und eigentlich wollte ich ihn niemandem zeigen. Doch dann ist das hier passiert. Was wolltest du mir nochmal zeigen? Machst du ein Video? Zeig nochmal, was du gemacht hast. Zeig mal, komm, zeig mal. Ist es kaputt gegangen? Er hat wirklich diesen Lego-Baustein, der eigentlich ab 18 ist, einfach so zur Hälfte aufgebaut. Weißt du was? Wir machen das später weiter. Komm mal, komm mal. Komm mit. Ich werde dir jetzt was verraten. Du darfst es niemandem weiter sagen, okay? Versprochen? Ja. Okay, komm mal mit. Ciao. Oh! Ha! Komm mal mit. Sei ehrlich. Sieht heftig aus. So nicht. Guck mal, eine Popcornmaschine. Probier mal, sag mal, Test, okay? Das war erster Versuch. Cola trinken? Du kriegst deine Cola, wenn du jetzt eine Runde gewinnst. Oh nein. Ah, du bist schlecht. Ich gebe keine Cola. Spaß, nimm eine Cola. Spaß.